Hallo ihr Lieben, ich möchte heute von der 250 Abonnentenverlosung jemanden auslosen. Eine Woche ist rum. Aber vorher habe ich noch einen kleinen Kick-Einkauf und ein bisschen Teddy für euch. Das möchte ich euch vorab einmal schnell zeigen. Und dann kommen wir zur Verlosung. Ja, ich war da wieder einmal schnell durch den Kick und Teddy und ja. Bin natürlich wieder an den Wühlkisten nicht vorbeigekommen. Da habe ich einmal diese Strohhalme hier gefunden, aus Pappe. Von 1 Euro auf 10 Cent runtergesetzt. Die mussten natürlich mit, wie auch sonst. Dann einmal diese Anzuchtschilder, also wo man halt draufschreibt, wenn man was anpflanzt, was es ist. Und dann steckt man die halt mit in die Reihe. Wie auch immer. Von 1 Euro runtergesetzt auf 10 Cent. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade richtig in die Kamera gehalten. So, dann habe ich diese Anzuchtstöpfe gefunden. Ich ziehe ja mein Gemüse immer selber hoch und dafür machen die sich natürlich sehr gut. Wäre noch schön, wenn ein Häubchen drüber gewesen wäre, aber das passt schon und ist so ein Schälchen, dass das Wasser auffängt. Es hat schon ein paar Risse und ja, gibt natürlich auch bessere, aber ich meine, für 10 Cent, ne, will ich jetzt mal nichts sagen. Die kamen zweimal mit von 1 Euro. Dann gab es da Farbe. Die hat vorher 1 Euro gekostet, jetzt 50 Cent. Das ist so ein, ja, so ein Metallic Schimmer. Heißen die auch Metallic Farben? Ja, genau. Die habe ich dreimal mitgenommen. Ich sehe gerade, dass dies hier noch andere Töne sind. Das ist mir jetzt im Laden gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall habe ich die dreimal mitgenommen. Malen geht ja immer. Dann dieser Block hier von 1,59 Euro reduziert bis auf 10 Cent. Und Blöcke gehen ja bekanntlich immer. Ich habe so viele Blöcke und ich werde auch immer mehr kaufen, weil ja, ich immer wieder schönes Papier finden werde. Ja, einmal den. Dann zweimal Washi-Tape. Und zwar runtergesetzt von 3,19 € auf 1 Euro. Das ist auch so Metallic-Optik. Direkt zweimal mitgenommen. Und einmal diesen Tortenuntersatz. Oder dieses Tortenpapier. Tortenspitzen, so nennt sich das. Ja, und da verwende ich dann auch nur die Spitzen für zum Basteln. Fand ich ganz schön. So, von 59 Cent auf 10 Cent reduziert. Das war's auch im Teddy jetzt. Jetzt kommen wir kurz zum. Das war's im Kick, so. Und jetzt kommen wir zum Teddy, so rum. Genau. Und zwar gab es da diese, wie heißt sie? Babuschka. Ich tippe auf Russland. Die sind immer ganz bunt bemalt, diese Püppchen. Und das ist übrigens aus diesen, irgendwie jeder Teddy hat jetzt diese riesen Kisten, wo alles 1-Euro-Artikel drin sind, also reduzierte 1-Euro-Artikel, die es, glaube ich, vorher gar nicht im Teddy gab. Keine Ahnung, wo die das hergeholt haben. Auf jeden Fall sind da, ja, bei dem waren jetzt hier zwei riesen Kartons, wo diese ganzen 1-Euro-Dinger drin waren. Und da ist mir dies hier halt ins Auge gesprungen. Ah, es muss vielleicht ein bisschen geschliffen werden, damit das ein bisschen besser aufgeht. Aber ansonsten finde ich das total schön. Ich mochte die als Kind schon immer. Die haben mich immer fasziniert, diese bunten Püppchen. Ich weiß nicht, ob die da, was die da für eine Bedeutung haben in Russland oder ob das einfach nur ein Spielzeug ist. Das weiß ich leider jetzt nicht, aber ja, Mensch, jetzt will's nicht. Die haben mich irgendwie schon immer fasziniert und jetzt zum selber bemalen finde ich die natürlich toll. So.
wie gesagt, 1 Euro, da steht auch nicht drauf, was es vorher mal gekostet hätte. Keine Ahnung, ob die das aus Russland, glaube ich nicht, dass es da Teddy gibt, oder? Ich will nichts Falsches sagen, keine Ahnung. So, dann ebenfalls aus dieser 1-Euro-Kiste dieser Clear Stamp. Ja, für 1 Euro etwas teuer, so ein einzelner, aber ich fand den so schön, diesen Mandala, ne? Der musste einfach mit. Dann habe ich mir diesen Block hier ausgesucht für 2 Euro. Den fand ich sehr, 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 sehr schön. Ja, eigentlich hatte ich so ein bisschen Ausschau gehalten nach Weihnachtsblöcken. Aber nö, war gar nichts. Also überhaupt gar nichts in der Bastelabteilung, was Weihnachten betrifft. Die waren da gerade am Auspacken, aber eher so Deko. Ich weiß nicht, ob die das da dazwischen legen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 0000 Weihnachten. Ich wollte da jetzt auch nicht dazwischen grabbeln, wo die da am Packen sind und so. Also, ja, muss ich später nochmal gucken. Ne? So, dann zweimal diese ja, Kreativbeutel. Das sind diese Jutebeutel, die mit den zwei Henkeln hier zum Bemalen. Ich habe nämlich jetzt so viel Stofffarbe und wenn Nichte und Neffe zu Besuch kommen, können die das gerne bemalen. Ich wollte eigentlich schlichte weiße T-Shirts haben, aber kriegt man ja nirgendwo mehr. Also habe ich mich jetzt erstmal für diese Beutel hier entschieden und dann, ja, mal sehen. So, ihr Lieben, das war's. Ich packe das jetzt mal kurz zur Seite. Dann geht's weiter mit der Verlosung. So, ihr Lieben, wir kommen zum Gewinnspiel. Ich möchte mich wirklich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken für diese ganzen lieben, netten Kommentare. Es hat mich wieder mega gefreut und es hat mich auch sehr gefreut, dass wieder so viele mitgemacht haben. Dennoch muss ich leider sagen, dass wieder einige ihr Profil nicht auf öffentlich stehen haben. Es sind zwar weniger als beim letzten Mal, also weniger, die ihr Profil nicht auf öffentlich haben, aber es sind immer noch ein paar dabei, was ich wirklich ein bisschen schade finde, weil ich hätte euch gerne mit aufgenommen. Ich möchte einfach jedem die Chance geben. Aber leider geht das so nicht. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, schaut da nochmal nach, ändert das auf öffentlich, weil egal bei welchem Gewinnspiel ihr mitmacht, die meisten Gewinnspiele gehen einfach an die Abonnenten. Und solange ihr das nicht auf öffentlich habt, werdet ihr nichts gewinnen. Das kann ich euch gleich mal so sagen, wie es ist. Also schaut da nochmal nach. Und dann werdet ihr auch mit aufgenommen, ne? Alles ganz easy, alles ganz cool. So, also, ich freue mich auf jeden Fall schon mal aufs nächste Gewinnspiel. Es macht so viel Spaß einfach. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz, was es zu gewinnen gibt. Einmal die Lichterkette hier, die herbstliche mit den Blättern. Und dann ein Geschenk. Ja, eine Überraschung. Dann den Gravurstift und einmal Bleistifte und dieses Teil hier, wo ich den Namen nicht mehr aussprechen werde, weil ich sowieso falsch sage. Es haben mir schon viele gesagt und auch geschrieben, wie man es denn ausspricht, aber ich kann es mir nicht merken und deswegen lasse ich das jetzt mal dabei und bevor ich blamiere, ja, ihr wisst alle, was ich meine. Gut, ich will jetzt auch gar nicht lange rumsappeln hier. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit. Eigentlich wollte ich das auch erst heute Abend machen und so, aber ich schaffe es einfach wieder mal nicht. Und deswegen mache ich das schnell heute Morgen. Und ich werde jetzt hier ja, eventuell nochmal durchschütteln. Ne? Ich werde jetzt hier einen blind rausziehen. Und ich nehme diesen hier. Ein kleinen schmalen Zettel und es ist Schattige Pinie. Ich sage schon mal herzlichen Glückwunsch an die Pinie. melde dich innerhalb einer Woche bei mir auf meine E-Mail-Adresse, die findest du in meiner Kanalinformation hier auf YouTube. Und ja, dann meldest du dich einfach mit deiner Adresse und ich schicke dir alles zu. Ja, und ich freue mich einfach auf deine Nachricht. Ich hoffe, du meldest dich innerhalb von einer Woche. Wenn nicht, lose ich hier jemand anderes raus. Ich kann ja nochmal, ja, ich werde das auf jeden Fall aufbewahren, bis du dich gemeldet hast. Und eventuell wird dann nochmal jemand ausgelost, ja, weil manche
sind halt nicht so aktiv hier. Ich zeige nochmal ganz kurz, dass auch wirklich hier alle dabei waren, die kommentiert haben. Ich will jetzt auch gar nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Auf jeden Fall, schattige Pinie, bitte melde dich bei mir auf meine E-Mail und dann besprechen wir alles Weitere. Also schreib mir einfach deine Adresse und dann geht das alles fix über die Bühne. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich definitiv auf die nächste Verlosung. Es macht einfach mega Spaß mit euch und bis dahin, naja, nicht bis dahin, es kommen natürlich noch andere Videos wieder zwischendurch und dann sehen wir uns da wieder. Bis dann. Tschüss.